Spiel. Aber jetzt erstmal sind unsere Stargäste dran. Sie haben ein Casting durchlaufen, das war nicht einfach, aber sie haben gewonnen. Und jetzt wollen wir natürlich auch hören, was sie drauf haben. Herzlich willkommen, Saphir! Yeah! Hey, wir sind die vier von Saphir. Jetzt sind wir endlich hier, hier im Tiger-Enten-Club. Zusammen können wir singen, feiern, lachen, eine Riesenparty machen. Ja, so soll es heute sein. Komm, Günther, schlag ein! Applaus für Saphir! Günther schlägt ein und ich natürlich auch. Hi Mädels, schön, dass ihr alle bei uns seid. Hallo. Hallo. Das war ja eine Wahnsinnsbegrüßung. Günther freut sich auch tierisch. Wir haben ja eben schon Bilder von eurem Sieg gesehen. Wie lief es denn beim Casting ab? Erzählt mal. Ja, das war alles total aufregend, weil man war natürlich immer total angespannt, weil man war ja im Fernsehen und es war natürlich für uns alle was ganz Neues, aber es war eine echt ganz tolle Zeit. Ja, und bei uns war es halt auch in jeder Staffel war es wirklich so, dass wirklich tolle Sängerinnen dabei waren und auch als wir dann im Finale waren mit den zwei Mädels dann immer, das war einfach total die große, das waren richtig gute Stimmen und man hätte, glaube ich, keiner von uns hat gedacht, dass er jetzt wirklich gewinnt. Ja. Aber wir haben Freunde fürs Leben gefunden. Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Lea, du hast ja eigentlich auch alleine gewonnen. Du hättest ja quasi alleine Superstar werden sollen sozusagen. Und du hast aber gesagt, nee, alleine habe ich nicht so eine richtige Lust dazu. Ich würde lieber eine Band gründen, richtig? Ja, ich habe ja im Finale die Cat und die Jenny kennengelernt. Und wir haben uns so gut verstanden. Und wir wollten dann unbedingt zusammen Musik machen. Und so sind wir dann auf die Idee mit der Band gekommen. Was würdet ihr denn den Mädels und Jungs zu Hause sagen oder auch hier bei uns im Publikum, die denken, Mensch, sowas wie Saphir, das wollen wir auch mal machen. Wir wollen singen, wir wollen auf der Bühne stehen und berühmt werden. Habt ihr da Tipps? Ja, also wenn man zum Beispiel singen will, da kann man sich vielleicht beim Chor anmelden oder so und gucken, ob es einen wiegt oder ja. Genau, es ist halt ganz wichtig, dass man ganz viele Erfahrungen sammelt, um auch ganz viel dazuzulernen, ja. Ja, also man muss auf jeden Fall üben, üben, üben. Ja. Und man sollte nie die Leidenschaft einer Musik verlieren. Und man braucht natürlich auch ein bisschen Talent. Davon habt ihr einiges, das haben wir gerade schon gesehen. Habt ihr Lust, irgendwie uns noch was vorzuspielen? Habt ihr noch einen Song parat? Ja, ja. Unsere Welt. Unsere Welt. Ja. Bitte schön. Wir heben ab, wir fliegen in eine Welt, die uns gehört. Wir schweben durchs Leben in eine Welt, die uns gehört. Wir heben ab, wir fliegen ans Ende dieser Welt. Wir schweben durchs Leben in eine Welt, die uns gehört. Super! Ihr habt ja gleich am Anfang zu eurem ersten Song habt ihr ja ein Video gedreht. Da sehen wir jetzt auch mal ein paar Bilder von. Lea, sag mal, du musstest ja in dem Video einen Jungen anhimmeln, ne? Du musstest ja so spielen, als ob du verliebt in ihn wärst. Ist sowas nicht total schwer? Ja, also beim Videodreh, das ist so ein bisschen wie, als muss man sich in eine andere Rolle reinversetzen, also wie in einem Kinofilm oder so. Aber wir haben ja den Leon alle vorher schon kennengelernt und dann war das auch gar nicht so schwer, als wir dann ein bisschen flirten mussten, weil der ist auch echt nett. Ja, gut. Also hast du dich wirklich verliebt? Nee. Nein. Okay, alles klar, aber es hat Spaß gemacht, ja. Das ist die Hauptsache. In dem Video, da seht ihr ja alle noch so ein bisschen anders aus, ja, als an dem Tag, als ihr gewonnen habt. Das wollen wir uns noch mal kurz anschauen. Jetzt. Da sehen wir euch. Ihr werdet auf jeden Fall umgestylt. Ihr habt andere Klamotten bekommen, ne? Ja, dann waren wir zusammen shoppen, dann beim Friseur. Ja, es war voll aufregend. Und da sehen wir immer vorher und nachher, wie ihr zuerst aussaht und dann hinterher in eurem Video. Ja. Das sieht ja schon super aus. Da werdet ihr, da wird dann die Frisur umgestylt. Oh mein Gott. Da fand ich mich richtig schrecklich. Also ich habe mich da gar nicht wohl gefühlt. Weil die Haarfarbe fand ich richtig krass und deswegen habe ich sie auch wieder jetzt umgefärbt. Du hattest zwischendurch so rote Haare, ja, richtig, ne? Orange. Das war ganz schlimm. Und jetzt habe ich sie halt wieder. Jetzt lässt du sie wieder wachsen. Ja, ich wollte gerade fragen, also ihr habt ja wirklich viel verändert, ne? Seid ihr denn noch ihr selbst? Fühlt ihr euch wohl? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall noch wir selbst und
Ja. Ja, wir haben ja nur unseren Style sozusagen verändert, aber nicht unsere Charaktere. Ja, und wir entscheiden auch immer selber, was wir anhaben, damit wir uns auch wohl in unserer Haut fühlen. Ja, genau. Uns irgendwelche Schablonen aufzudrücken, das geht auch gar nicht, weil dafür sind wir viel zu lebendig und verrückt. Das geht gar nicht. Ja. Ja, wie du gerade gesagt hast, ich habe mich nicht wohl gefühlt, jetzt habe ich es einfach wieder geändert. Das ist ja super, dass das geht, dass euch da keiner irgendetwas aufzwingt. Das ist auf jeden Fall richtig. Super, wir sehen euch auf jeden Fall gleich nochmal wieder. Liebe Saphire. Wir stehen ja hier so gemütlich, oder besser gesagt, ihr sitzt. Wollen wir da rübergehen zum Publikum? Wollt ihr, dass wir hier rüberkommen? Ja! Also kommt mal mit. Guckt mal, wir setzen uns hier hin, hier ist ja so viel Platz. Ja. Und Mann, hier können sich ja noch 5 weitere Menschen hinsetzen. Und ja, euer Leben hat sich ja dramatisch verändert nach eurem Erfolg und auch nach eurer Band. Wie hat sich das Leben aber verändert für euch? Ja, also wir sind halt ziemlich viel unterwegs und haben nicht mehr so viel Zeit für unsere Freunde, weil wir halt in der Woche auch oft unterwegs sind und müssen halt in der Schule auch sehr viel nachholen. Aber es macht natürlich auch super viel Spaß und deshalb ist es nicht schlimm. Also kann ich mir vorstellen, so ein Alltag von euch, ihr schlaft aus bis 12 Uhr mittags, dann frühstückt ihr vielleicht ein Cappuccino, danach Nachrichten gucken und dann geht's ab ins Studio, oder? Nee, also wir stehen morgen schon um 6 Uhr auf, dann geht's natürlich wie alle anderen Kinder in die Schule, danach Hausaufgaben und dann mittags machen wir eben alle unsere Hobbys, wie zum Beispiel Fußball spielen oder eben Klavier oder Gitarre üben. Wer spielt denn von euch Fußball, bitte? Ich. Du? Aha, ja. Auf welcher Position? Mittelfeld. Findet ihr Fußball auch gut hier? Ja! Ja, also Fußball ist hier herzlich willkommen. Aber sagt mal, so 6 Uhr morgens aufstehen und so ist ja nicht mein Ding. Ist der Preis nicht ein bisschen hoch? Nee, wir machen ja genau das, was wir wollen. Und das ist auf jeden Fall der Preis wert. Weil das ist auch eine Riesenchance mit Saphir und Und in die Schule geht ihr nicht mehr? Ihr habt ja schon alle Abitur und studiert, richtig? Nein. Schön wär's. Welche Klassen? 9. 8. 10. Ich auch in die 10. Okay, was hat sich denn in der Schule für euch verändert? Bekommt ihr bessere Noten einfach durch die Lehrer vergeben? Leider nein, nicht. So ist es eigentlich nicht. Die Lehrer sind genauso wie unsere Freunde noch, genauso wie vorher zu uns. Und das finden wir natürlich auch ganz toll, weil wir wollen ja nicht, dass die jetzt auf einmal alle anders zu uns sind. Und es ist auch so, dass wir jetzt total auf unsere Freunde angewiesen sind, wenn es zum Beispiel um Hausaufgaben und so geht, wenn wir weg sind zum Beispiel. Ja. Da unterstützen die uns auch voll und ganz. Genau. Also bekommen wir immer alles per E-Mail. Oder ach so, ich dachte, eure Freunde machen einfach für euch die Hausaufgaben. Das wäre so eine Unterstützung, die ich mir gewünscht hätte damals zum Beispiel. Das wäre cool, oder? Aber was cool ist, bei uns im Tigerentenclub dürft ihr hier nämlich Fragen stellen. Und ihr vier, ihr sitzt hier so schön. Habt ihr irgendwelche Fragen an Saphir? Du bist die? Laura. Hi Laura, was für eine Frage hast du? Streitet ihr euch manchmal? Gute Frage. Also richtig gestritten haben wir uns zum Glück noch gar nicht. Wenn, dann necken wir uns irgendwie oder kitzeln uns durch oder machen irgendwie Kissenschlachten oder so. Aber Streitereien gibt's nicht. Nicht schlecht. Streitet ihr euch manchmal? Alles klar, deine Frage. Schreibt ihr eure Songs alleine oder macht das irgendwie jemand anders? Also wir bekommen natürlich ganz viel Unterstützung von Songwritern und haben auch 2 Songs vom Album selbst geschrieben. Das ist einmal Unsere Welt und November. Ja. Deine Frage. Habt ihr mehr Freunde als früher? Oh. Ja, also unsere Freunde sind immer noch die gleichen geblieben, die uns auch immer unterstützen. Und ja, da sind wir auch voll froh drüber. Ja. Schöne Grüße. Schöne Grüße an die Freunde, auch an meine Kumpels. Hi. Wir haben ja eben schon gehört, ihr seid viel unterwegs und müsst viel proben. Und wir durften mit euch dabei sein bei den Proben. Und erzählt mal, was da so abgelaufen ist. Da seid ihr beim Gesangsunterricht, richtig? Genau. Stopp. Ihr dürft es aber jetzt nicht wie so ein Schlafliedchen singen, sondern ihr müsst da auch Energie in die einzelnen Zeilen mit reinbringen. Das ist Alexa, unsere Gesangscoachin. Okay. Ja. Grüß sie mal von mir. Da sind wir gerade im Tonstudio. Zappa! Das ist unser Produzent rechts. Wir sind Spitzname Zappa. Ihr singt es echt super schön auch, aber gut, wir sind ja noch am Anfang, aber es ist wichtig, gleich mit der richtigen Einstellung in den Song reinzugehen. Ihr gebt im Refrain immer sehr viel Gas, aber im Strophen... Übt ihr auch viel, oder? Ja, ab und zu mal. Was haltet ihr denn davon, wenn wir mal eine Übung gemeinsam mit Saphir machen? Habt ihr da Lust drauf? Ja! Aber dazu sollten wir aufstehen, okay? Ja. Lasst uns mal alle aufstehen. So, liebe Saphire, so zum Singen muss man sich ja warm machen, richtig? Ja. Macht ihr da irgendwelche Übungen, die manchmal auch lustig aussehen? Ja. Zum Beispiel? Vielleicht, um das Gesicht locker zu machen, kann man das einmal so durchkneten. Knetet mal alle euer Gesicht oder, durch. Oder die Lippen locker zu machen, dann machen wir alle so. Und jetzt alle zusammen. 3, 2, 1.
Okay, aber ich habe gehört, es gibt auch so eine Zwerchfellübung, wo man den dicken Bauch so ein bisschen rausholen sollte. Wofür ist das und wie kann man das am besten machen? Also es ist eine Atemübung und da machen wir immer, also müsst aber alle mitmachen. Okay, dann 3, 2, 1 und los. Und schneller, schneller, schneller. Und wichtig dabei, das Zwerchfell auch richtig anspannen. Dankeschön. Oder wollt ihr einfach weitermachen mit dem Hütten? Sehr gut, macht ihr das. Und spielt ihr eigentlich auch alle Instrumente? Ja, also ich spiele Klavier. Ich bin jetzt gerade am Bass lernen. Ich spiele Klavier, Gitarre und Saxophon. Ich spiele auch Klavier und auch Gitarre. Ist es denn wichtig, ein Instrument zu spielen, wenn man musikalisch auch Erfolg haben möchte? Ja, also es schult auf jeden Fall das Gehör und es ist sehr wichtig. Genau, auch wenn man selbst Songs schreiben will, ist es ganz wichtig. Ja. Dann wünsche ich euch noch weiterhin alles, alles Gute. Danke. Wir sagen ganz großes Dankeschön an Saphir. Und ihr bekommt natürlich noch unsere glückliche Enten, damit ihr weiterhin so viel Glück habt wie im Moment. Danke. Bitteschön, lieben Dank, dass ihr heute unsere Gäste seid. Und guckt mal, Günther hat noch einen riesen Blumenstrauß für euch. Dankeschön. Aber sag mal, auch ihr zu Hause, hört ihr da etwas? Hört mal genau hin, was ist das denn? Das ist Günther. Günther pupst wieder. Nein, das ist sein Herzklopfen. Der will doch unbedingt noch einen Abschiedskuss. Günther hat sich doch ein bisschen verknallt in euch. Oh. Gebt ihr ihm ein Küsschen? Klar. Ja, klar. Bitte. Zum Abschied. Günther, guck mal, das haben wir toll für dich geregelt, oder? Sehr schön. Guckt mal, der Günther kriegt sich gar nicht mehr ein. Oh. Nein, Günther! Ich kann ihn ganz leicht aufwecken, indem ich ihm jetzt einen ganz dicken Schmatzer gebe. Da ist er schnell wieder weg. Also riesengroßen Applaus nochmal für Saphir. Und wenn ihr zu Hause mehr über Günther, über Saphir oder generell über den Tigerhelden-Club wissen wollt, dann schaut doch einfach mal im Internet vorbei.